Ach, fahr doch zur Hölle. Also gut, Männer. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Ovitsch, kommen Sie her. Sehen Sie sich diese Kiste mal an. Da ist etwas drin. Sieht aus wie ein Notizbuch oder Tagebuch. Ah, das ist polnisch, interessant. Ich übersetze es mal. Dann beeilen Sie sich, Ovitsch. Wir haben keine Zeit. Okay, los geht's. Sieht aus wie ein Tagebuch. Meine kleine Schwester hat mal Tagebuch geführt. Mal schauen, was drin steht. Machen Sie schon, Ovitsch. Gestern waren wir sehr betrunken. Und er hat angefangen, von General Kossow zu reden. Ich bemerkte scherzhaft, dass Kossow wahrscheinlich den Heiligen Gral im Labor hat, weil er es so sehr beschützt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ausgerechnet in diesem Moment kam nämlich Kossow vorbei und der fand das gar nicht witzig. Er murmelte etwas von ernsthaften Konsequenzen. Jetzt habe ich richtig Angst, was wohl aus mir wird. Heiliger Gral. Ein interessanter Vergleich. Dieser Kossow scheint irgendwas mit gleicher Inbrunst zu verteidigen, wie der Sage nach die Tempelritter den Kelch Jesu. Vielleicht hat dieser arme Kerl etwas ausgesprochen, was der Wahrheit gefährlich nahe kam. Erst dieser komische alte Mann, dann dieses Tagebuch. Ich wette, da gibt es eine Verbindung. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lasst uns die Kanalisation durchforsten. Ah ja. Ecki. Ja? Ich höre keine Soundausgabe. Du hörst keine Soundausgabe? Nein. Ist was in der Einstellung geändert? Nein. Nicht? Nein. Ich dachte, wir haben gestern mit anderem Mikro aufgenommen, ne? Seitdem höre ich nämlich nichts. Weder Soundeffekte noch Sprachausgabe. Leute, wir werden jetzt mal hier kurz speichern. Und die Aufnahme. Hallo Leute, da sind wir wieder. Wir haben alle Klarheiten beseitigt und jetzt kann es weitergehen mit Let's Play. Wir haben alle Klarheiten beseitigt. Kennst du den Spruch nicht? Sind alle Klarheiten beseitigt? Aber Klarheiten ist doch was Positives. Ja, ich weiß schon, das ist ein Spruch. Okay. So, dann nehmen wir noch, was hier drin ist. 3 Granaten, Molotov Cocktail und Gewehrmunition. Ah. Muni sieht man auch gern immer wieder. Muni ist geil. Ja, sowieso. Und lebenswichtig. Und das. Ist das einer der Hubschrauber aus dem Vorschau? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das könnte einer der Hubschrauber aus der Vorschau sein, ja? Könnte sein. So, Moment, da muss ich mal schnell Molotov-Cocktail, der geht hier rüber. Ist interessant, dass natürlich das Ding aus Haus gekracht ist, das Haus und so ein kleines Loch hat. Das ist schon. Wow, die Häuser müssen echt aus Titan bestehen. Und der alte Vitali Klitschko oder Wladimir, kann man sich aussuchen. Was? Wasili Dubrovski? Ja, ob das jetzt Vitali oder Wladimir ist. Also, ja, ich habe keine Ahnung, ob das Vitali oder Wladimir oder keine Ahnung wer ist. So, da haben wir die Uzi, die... Na gut, was hat denn der alles? Der braucht eigentlich die Uzi gar nicht. Gut, dann... Ah, genau, ich muss mir angewöhnen, lauter zu reden. Okay, dann haben wir das. Dann speichere ich nochmal schnell ab. Und zwar auf Sicherheitssafe. Und weiter geht's. Weiter geht's! Wir sind jetzt ganz nah am Eingang zur Kanalisation. Halten Sie nach einem großen Ventilausschau. Wenn die Leute, die Sie suchen, clever waren, haben Sie sich da drin verschanzt. Ich konnte die anderen nicht beschützen. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Warten Sie! Warum? Bei uns sind Sie doch sicher. Wir brauchen Ihre Hilfe. Das müssen Sie schon alleine erledigen. Ich muss gehen. Stopp! Lassen Sie ihn doch, Sullivan, komischer Vogel. Oui, ich habe Anzeichen einer Psychose registriert, Sir. Dieser alte Trottel, wäre er doch bei uns geblieben. Das ist Klitschko, der braucht euch nicht. So. Uiui, das sieht aber ein bisschen übel aus. Sind diese Viecher schlimm, die Hornets? Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Aber ich glaube, die können nur Nahkampfangriffe machen. Da ist eine Kiste. Eine
Kiste. Da ist eine Kiste. Zwei sogar. Da ist eine Kiste, yep. Dann gehen wir auf Plünderung. Das Problem ist, ich darf sie jetzt in der ersten Runde nicht nehmen, das wird ziemlich bescheuert. Weil? Ja, schon, dann wirst du voll massakriert. Dann würde ich ziemlich viel Damage bekommen. Ich schaue, dass ich irgendeinen nachher betäuben kann oder so. Ich lass die Gegner erstmal immer ein bisschen an mich rankommen. Ich muss lauter reden. Ja, ich muss lauter reden, Leute. Ja, ich versuche es dann zu ändern und ich esse nebenbei mal was, weil ich habe mir lecker Essen gemacht. Lecker, lecker Essen. Eigentlich schon 4 Stullen mit verschiedenen Wurstsorten und so. Lecker, lecker. Und eins mit Goldsirup. Mm, Spitzenqualität. So, der greift dann hier und hier und das geht nicht. Dann mache ich das mal folgendermaßen. So, mit dem Flammenwerfer gibt's eins auf die Fresse. So. Bam, 23 Damage. Und mir fällt gerade auf, dass die Musik von den Soundoptionen so laut ist. Die stelle ich noch ein bisschen leiser. So. Ganz toll. Hm? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich mich drehen soll. Die sind hier nebeneinander, gell? Da könnte ich vielleicht da hinschießen. Nee, das geht nicht. Der könnte aber seine Granate, der ist auf Level 1 mit der Granate. Und der ist auf Level... auch auf Level 1. Dann wirft der mal eine Granate hier. Ah. Das fällt auseinander. Ah. So, stirb. Waffenskill verbessern. Jetzt muss ich noch wie viel abziehen? 24. 9 muss ich abziehen. Oh. Okay, Verbrennung stimmt ja. Genau. Dann geht er down. Dann geht er down. Sau. So, der kann wie weit gehen? Ach ja, genau. Ich wollte dich ja noch in die Richtung drehen. So, dann der Hornet hier kann wahrscheinlich den hier dann angreifen, den Trantin, den ich dann in diese Richtung drehen muss und ja, der Rest ist eigentlich egal. Time Potato, not today. Gut. Das wär's mit dem. Und ja, oh, das geht, also, und das tut weh. Oh, ich bin brennbar, das ist natürlich ganz toll. Aber Gegenangriff. Jawohl! Ins Gesicht. So gefällt mir das. Warum geht der weg? Dumme KI? Keine Ahnung. Der ist jetzt weggegangen, weil der Hornet hier den Weg versperrt hat. Ah. Ist ja anzumerken, dass die eine Tour schon mal voll belagert ist. So, der geht jetzt mal dahin. Bearbeitet den von der Seite mit dem Baseballschläger. Der ist nämlich schon auf Level 10 und macht schön Damage. Dann kommt Sullivan. Oh, der hat nur noch 9 Lebenspunkte. Dann könnte ich mit Trantin eigentlich mal das Brecheisen leveln. Boss dir! Oh Gott. Gut, du gust du. Verklopp ihn. Der geht vorne hin und haut ihm mit der Axt ins Gesicht. Zack. Ganz ich versuche mal, Gegner so zu synchronisieren, ne? Mach das, mach das! So, dann kommt der da unten wahrscheinlich hoch. Yep. Yeah, ich bin cool, man. Yeah, ich bin noch viel geiler. Wow, bitch. Nein. Der ist jetzt auch brennbar. Ganz toll, wie ich es mag, wenn meine Spielcharaktere alle brennbar sind. Ich will ja gar nicht sagen, aber... von der Formel, wie sie laufen, man könnte denken, sie haben sich auf dem Rücken gedreht und der große Stachel da vorne ist ihre Waffe. Nennen wir es mal so. Nennen wir es Waffe. Genau. So, wie viel muss ich dem abziehen? Ich weiß nicht mal, ob die brennbar sind. Kann ich auch noch nicht testen in der Runde. So, komm schon. Es wäre auch gut zu wissen, ob du die schocken kannst. Das wäre auch sehr gut zu wissen. Oder du schockst einfach diesen einen Fetti, diesen ja, ich bin fett, Mann. Den da. Gasse. Ja. Ich werde es erstmal bei den testen und wenn nicht, dann habe ich halt ein Problem. Mit Folgen.
Das ist doch mal schön. Jetzt hast du keinen Schock, um später noch einen zu schocken. Ne, egal, das ist nicht so schlimm. Der ist in 3 Runden wieder aufgeladen. Okay. Na, Hauptsache, wie kommen die beiden Truhen? Ja, die Truhen will ich. Ich will ja am Schluss. Ja, nee, das will ich ja. Ich will erstmal den Kampf machen und dann unabhängig vom Kampf die mir die Kisten holen. Wie, man muss die gar nicht im Kampf holen? Die kann man nur im Kampf holen. Ja, sag ich so. Ja. Dann verkauft man schön Brecheisen für the win, oder Basie? Pünkt. Dann hat er noch 9. Ey, sieht voll aus wie so ein Gangschicker. Mein Baseballschicker. Und jetzt wird er sagen, yeah. Bitch, please. Oh, oh mein Gott. So, jetzt können wir auch gleich schauen, ob der brennbar ist. Flammenwurfattacke! Er ist brennbar. Gott nimmt ja Schaden. Ja. Schade, dass ich den in dieser Runde nicht mehr töten kann. Aber ich nehme den hier als Tank, damit der am Schluss nicht auch noch brennt. So. Verstehst du? Ich nehme bereits einen brennbaren. Weil sobald jemand brennbar ist und man schießt mit was drauf, wie zum Beispiel Pistole oder sowas, also zum Beispiel die Gastier können den dann entflammen. Oh. Ja. Oh. Mach's mir. Oh Gott, das kann ich aber falsch. 15 Schaden, ach du Scheiße, du musst aufpassen. Oh verdammt, warum brennt der jetzt? Der, weil wegen der hat mich doch mit dem Stachel getroffen, der kann ich doch gar nicht. Ja, wahrscheinlich heißt es brennbar, dass wenn er angegriffen wird, eventuell brennen kann. Ja, aber für mich heißt es auch nicht, wenn ich mit der Axt drauf schlage, dass er dann anfängt zu brennen. Ich muss natürlich mit mir irgendwas. Das sind Aliens, eventuell haben sie irgendwelche. Das sind keine Aliens, das sind Menschen. Ja, aber sie sind mutiert, eventuell haben sie jetzt irgendwelche chemischen Stoffe im Stachel, die, wenn sie beide miteinander reagieren, brennen. Ja, in deinem Stachel sind auch chemische Stoffe drin. Biologische Stoffe, wenn schon. Von feinster Qualität. So der Sirup des Lebens oder so genutzt. Oh, ich bin tot, Mann! Hüftkrebs! Krebs ist gar nicht lustig! Gell, Zuschauer? Ja, entschuldige! Gell? Krebs! Haha! Lol! Mr. Krabs ist lustig. Krabs, ja genau. Mr. Krabs liebt sein Geld, sein Glück ist groß. Ich bin reich! Und Peggy wird dich auch los. Hi Peggy, mein kleines Zitat an dich. What? Peggy ist ein Kumpel von mir, ich hab ihn jetzt mal gegrüßt, weil ich hab halt das halt vorgeschlagen, der Abo-Box, und er hat sich halt den Part angeguckt und findet dich toll. Der und mich. Toll. Männer finden mich immer so toll. Ja, irgendwie nur die ganzen Kerle. Das ist so. Super, meine Freundin sitzt im Hintergrund und lacht sich nass. Na toll. Kann ich dem 20 abziehen? Wenn du ihm mit den Finger zwischen die Augen stichst, dann ja. Nein, das glaube ich schaffe ich nicht. Egal, ich skill mal lieber meine Brechstange und der wird jetzt ziemlich viel Schaden reinbekommen die nächste Runde. Das kann sein. Oh, ich überlebe das. Kann ich das halbwegs intelligent machen? Ah, okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ah, brennbar geht nach einer Zeit wieder weg. Brennbar und Fuß im Brand. Und noch Gegenangriff. Jawohl! Oh Gott, das will wieder. Fang mal an! Was? Vernichtet. Oh mein Gott, tot! Jetzt. Gut entbrannt. Den muss jetzt schocken. Ist noch der letzte Gegner, deswegen. Ah, ich weiß schon. So, du gehst erstmal. Hierhin. Du gehst erstmal hierhin. Und machst den hier in your face. Und du machst den hier. Pünkt. So. Gut, das war doch strategisch gesehen gar nicht mal so blöd. Ja. So, dann get your chest, dude. Öffnen und das haben wir hier drin. 3 Bandagen. Das ist schön. Das sind geil. Eine Bandage gibt 35 Lebenspunkte, das sind 105 Lebenspunkte. Und noch eine Betäubungspistole und noch Pfeile dafür. Das ist doch mal schön. Da kann jetzt jeder so gesehen betäuben. Das ist doch mal praktisch. Ja, so ist es. So ist es. Ich hab's gesagt. So ist es. Nein.